jetzt aber endlich mal zur eigentlichen Arbeit, nämlich zum Ausheben der Baugrube. Man sieht hier ein Bagger, aber ein Bagger braucht schon 5 LKWs, so viel baggert der raus, die dann immer parallel zur Abladestelle fahren. Und ja, damit auch immer wieder einer da ist, sind da jetzt parallel 5 LKWs unterwegs. Noch ganz kurz zu den Baggerarbeiten. Da denkt man auch immer so, Mensch, die Baggerfahrer, die können fahren. Ich meine, das können sie wirklich, aber in Wirklichkeit ist es auch so, die haben hinten ihr GPS auf dem Bagger. Wir haben die ganze Baugrube genau vorgeplant, auch die Baustraße und so weiter. Das heißt, wir geben die 3D-Daten per GPS an den Baggerfahrer und der Bagger weiß auf den Zentimeter genau, in welcher Schräge und bis zu welcher Tiefe er baggern muss. Und wenn dann gerade so eine Straße oder sowas ausgehoben wird, die ja dann ein Längs- und ein Quergefälle hat, dann geht es vollautomatisch. Der Bagger wird gesteuert und weiß genau die Position, sodass man einfach auch genau arbeiten kann und hier nicht schätzen muss. Das GPS am Bagger, Sie sehen da hinten diese zwei gelben Empfänger und oben dann noch diesen Funkempfänger mit der kleinen Antenne. Sieht aus wie so ein Walkie-Talkie. Und das holt aber die Daten von einem unten genau einjustierten Vermessungsgerät, was dann die Daten wieder an die Baumaschinen abgibt. Gerade noch ein bisschen was zum Baugrund. Wir sehen jetzt hier oben, da ist relativ weiche Erde. Man sieht da auch noch Ziegelsteine drin. Das heißt, hier stand früher mal das alte Bauernhaus und das ist also der Bereich vom Keller des alten Bauernhauses. Hier unten sieht man diesen blauen Boden. Das ist Grundmoräne. Sprich, früher war mal die Eiszeit, die ging hier durch und hier oben drauf waren ungefähr 2000 Meter Eis und Schnee. Und die haben hier unten diese Erde ganz, ganz hart zusammengepresst. Sehr geehrte Gäste, nun habe ich den Spaten zur Hand und schaufle im Verband die Baugrube für unser neues Projekt. Ein herzliches Dankeschön den Anwesenden, allen voran die neuen Eigentümern der Wohnanlage, unserem Ortsvorsteher, Herrn Nachbauer, den bauausführenden Firmen, dem Geologen, Herrn Zimmermann, dem Statiker Andreas Dummel und Herrn Blum von der Kreissparkasse Ravensburg. Ja, sowie meinem Planerteam vom Baubüro Brun. Ebenfalls begrüße ich sehr gerne die Presse von der Schwäbischen Zeitung, das Werbeteam von Gleich aber anders, welche das Bauvorhaben mit begleiten werden und alle sonstigen Anwesenden. Hier entsteht am Rande der Wiesen und Obstbäume eine schöne Wohnanlage, modern und energieeffizient, mit vielen sonnigen Wohnungen. Viel Vorarbeit hat die Firma Zwiesler schon geleistet. Und gerade wird der Verbau von der Firma STS rückverankert. Nun können wir den Spaten für den restlichen Aushub ansetzen. Dann kann die Firma Wohlwender in gewohnter Qualität und zügig den Rohbau erstellen. Nach dem Schaufeln freue ich mich auf Gespräche und Häppchen und Saft. Herzlichst, Ihr Uwe Brun. So, dann schreiten wir zur Tat.